Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Announcement-Video zum Quickdrive-Wunschkonzert anlässlich der 3000 Abonnenten, die sich auf meinem Kanal eingefunden haben, was mich sehr freut. Also der Zuspruch, hätte ich ja niemals gedacht, dass der Kanal so weit wächst, aber es ist schön. Ja. Wir wollen auf jeden Fall, oder ich möchte auf jeden Fall mit euch einen Quick Drive gestalten sozusagen. Und ich werde euch jetzt einfach mal, das läuft folgendermaßen ab. Ihr könnt in den Kommentaren unter dem Video einen Zug, eine Strecke und eine Umgebung bestimmen. Züge gibt es ja wie Sand am Meer, werde ich euch gleich noch zeigen. Strecken etwas weniger. Die Umgebung ist leicht bestimmt, also das wäre gut mit einer Uhrzeit oder einer Tageszeit. Morgens, mittags, abends oder halt einer Uhrzeit. Ja, dann verschiedene Wetter, da komme ich aber später noch zu. Wir werden jetzt erstmal kurz durch die Züge durchgehen und wir fangen erstmal mit den Dampfloks an, denke ich mal, als allererstes, weil die ganz oben stehen. Ich gehe einfach mal so runter, damit das Video nicht zu lang wird. Ich habe jetzt eben schon eine Version aufgenommen, die ist 19 Minuten lang, immer viel gelabert. Das muss ja nicht sein, so. Wir machen jetzt einfach mal also hier diese. Das hier ist Durango und Silverton. Ich sage einfach mal auch ein bisschen was zu den Loks. Wenn es da was zu sagen gibt. Ihr könnt ja das Video anhalten und euch dann ganz in Ruhe entscheiden oder euch das Lokbild dann auch angucken. Das ist die Black 5. Die wir auch schon mal gefahren sind. Flying Scotsman. Diese zwei hier sind von... aus England, amerikanische Big Boy und Challenger, noch nie gefahren, einfach mal auf Halde gekauft. Ja, das waren auf jeden Fall die Dampfloks. Wir kommen, nein, ich muss hier bleiben, und zwar, wir kommen jetzt zu den Dieselloks. Da fängt das hier an mit der Alco RS11, geht über die BR628, diesen kleinen Rangier, amerikanischen Rangier, Löckchen sozusagen, verschiedene BR-294 mit PZB müsst ihr dann halt dazu schreiben. Ja, hier verschiedene Sachen aus England oder Großbritannien. Die bin ich ja auch in den letzten Folgen mal gefahren. Freightliner, da gibt es ja auch noch eine Class 70 von, also die Class 66, Class 70. Freightliner Design, EMD F7, alte amerikanische Lok. Habe ich auch schon mal irgendwann gefahren, ja. Alles amerikanische hier, zack, 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 amerikanisch, amerikanisch. Die hier ist irgendwie reingerutscht aus den elektrischen Loks. Ja, das hier, Permaquip sind wir ja schon mal als Quick Drive gefahren. Da ist uns irgendwann, mir ist da der Sprit ausgegangen. Das war, ja. Das ist eine Schweizer Rangierlok V200, sollte bekannt sein. Die Foslo 2000 hatte ich, glaube ich, auch noch nie drin. Also die Foslo G2000 ist, ich habe die nur in Italien gesehen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die auch in Deutschland vorkommt, wie auch immer. Könnt ihr euch auswählen. Die Voyager ist auch neu hinzugekommen, glaube ich. Ist auch eine Expertline-Lok aus England. Ich glaube auch mit Neigetechnik. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das hier unten sind einfach verschiedene Güterwaggons. Müsst ihr einfach mal den Namen hier FCS zum Beispiel googeln. Oder also dreistellige Buchstabencode und Zahlencode und dann würdet ihr schon erfahren, was das für welche sind. Ich glaube, das hier sind Flachwagen. Ja, und dann noch Schüttgut, ich weiß es nicht genau. Torpedowagen vielleicht noch. Ich weiß es nicht ganz. Also Güterwagen ist nicht so mein Fachgebiet. Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, ich bin hier nicht zu schnell durchgegangen. Ja. Sind halt auch nicht überall Bilder dabei, aber das ist... Ah, jetzt bin ich ja schon wieder rausgesprungen. So. Die elektrischen Loks. Größtes Feld, würde ich sagen. Oder elektrischen Triebfahrzeuge eher gesagt. Hier zwei amerikanische. Acela Express, sehr schön gemacht. Sehr schön gemachtes Triebfahrzeug. Auch von diesem Northeast Corridor Add-on. Dann die BR111 mit LZB, PZB, AFB und SIFA. Von München, Augsburg. Die BR120 gibt es in Verkehrsrot, Orientrot und dem TEE-Design. Die BR151. Auch eine schöne Lok. BR101 kennt man. BR143 ist, glaube ich, auch. Ja, das Steam Add-on mit der Expert Line.
Ich habe irgendwie beide mal gekauft, komischerweise. Ja. Elektrostar ist, meine ich, von der Strecke London to Faversham. Class 319 sind wir auch schon mal im Quick Drive gefahren, von München nach Augsburg. Auch mit Neigetechnik, schönes Ding. Das hier ist auch von der Highspeed One. Londoner U-Bahn von Isle of Wight, vom Isle of Wight Add-on. Class 76 bin ich auch schon mal gefahren. Die Orient, die Weinrote B143 von, also im Köpenicker Bergland habe ich die auf jeden Fall öfter gesehen. Denn hier sind wir, oder bin ich ja in der letzten Folge gefahren. Die ER18, alte deutsche Elektrolok. Das hier sind alles Repaints vom Taurus. Hier ist ein Railjet zweimal. Ja, alles so. Das ist hier die auch Railjet oder 1116. Auch so Taurus-ähnliche Loks, aber vielleicht ein bisschen anders. Ich kenne da auch die Unterschiede nicht ganz genau, aber ja, hier ist noch die 1216, 1116, 1216. Vielleicht das, ja, das ist auf jeden Fall der Unterschied. Vielleicht auch einfach nur die Loknummer. Ich habe da leider nicht so, ne? Müsst ihr einem vielleicht mal bei Google gucken oder so. ICE 1 sollte bekannt sein, ICE 3. Das hier sind niederländische Loks der 1100er Serie sozusagen. Die hier sind wir auch schon mal gefahren in Türkisblau. Sehr schönes Teil mit der. Das war das mit der, wo man die Seitentür öffnen kann und mit dem aufklappbaren Aschenbecher, was mich persönlich ja völlig umgehauen hat. So ein Detailgrad. Ja gut, man sollte dann auch nicht völlig ausrasten bei sowas, aber fand ich halt nice to have. Krokodil, amerikanische Elektrolokomotive, dickes Ding. Schweizer Elektrolok sind wir auch schon mal gefahren. Hitachi Super Express Concept, eigentlich nur auf dem auf der Teststrecke. Wir könnten das auch auf anderen Strecken fahren. Hier einige TTB Repaints der 101. Auch, glaube ich, hier ein bisschen dreckig und so weiter und so weiter. 151 auch aus dem TTB Plus Pack. Ein bisschen angeschimmelt, also angerostet und hier auch ein bisschen ausgebleicht und so weiter. VR 1990, die S-Bahn. Ist, glaube ich, ja, 143 in S-Bahn-Design mit entsprechend im Steuerwagen. Hier unten kommt dann die Expert Line von Virtual Railroads, auch ein relativ großes Fach. Die BR111 in verschiedenen Designs. Die BR120 ist hier unten nochmal drin. Unverständlicherweise habe ich oben ja schon gesagt, dass die auch in verschiedenen Farben erhältlich ist. Die BR143 Expert Line, der Steuerwagen zur S-Bahn, der Steuerwagen zu den Dostos, Verkehrsrot und Mint. Dann wieder die Güterwaggons, bin ich ja eben schon drauf eingegangen. Die Intercity-Wagen von Virtual Railroads. Und das hier ist auch. Ach nee, das war das ohne Dostos, glaube ich. Die BR111 ohne Dostos. Ja, auf jeden Fall könnt ihr euch aussuchen. Wir kommen jetzt einfach mal zu den Strecken. Ich habe mich hier schon wieder völlig verlabert. Die Strecken. Fängt hier oben an mit der Albulba Schmalspurstrecke. Ich meine, ich hätte auch die Schmalspurversion. Schwierig, da Triebfahrzeuge drauf zu kriegen, weil die manchmal nicht den Berg hochkommen. Eventuell müssen wir dann einfach runterfahren, falls da irgendwie die Wahl drauf fällt. Muss ich mir dann überlegen. Barstow San Bernardino geht von aus den, sind es die Rocky Mountains? Kann sein. Richtung Los Angeles runter auf jeden Fall. Es geht meistens den Berg hoch oder runter, also sehr bergig. Man überquert da immer einen Pass sozusagen. Ja, englische Strecke, auch englisch, Colton Northern. Das könnte auch amerikanisch sein, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Isle of Wight, kleine Insel südlich von England, vor England, im Kanal, meine ich. Ja. Donnerpass ist in den USA. Edinburgh to Glasgow auch. Großbritannien, Falmouth Branch, Südengland, Glasgow Airport, Raillink habe ich auch schon mal vorgestellt. Das bin ich auch schon mal gefahren, Folge 4, glaube ich. Ganz früh. Ja, Hagen-Siegen sollte man kennen. Die Horseshow Curve, da bin ich auch einmal drauf gefahren mit der Alco RS 11, Folge 50 so rum. Ja, ich meine 57 oder, ne, ich meine 50, genau, Folge 50 war das.
im Köpnitzer Bergland auch schon unheimlich oft gefahren. Die Scottish East Coast Mainline auch einmal gefahren, glaube ich. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Strecke, auch mit einer ganz tollen Brücke. Die habe ich zwar noch nicht entdeckt, aber es gibt sie irgendwo. Köln-Düsseldorf sollte man kennen. Bin ich auch schon öfter gefahren. London to Brighton bin ich noch nie gefahren. Da gab es immer Performance-Probleme. Muss ich mal nachholen. München-Augsburg, Newcastle, York, auch eine ganz alte Strecke. Also jetzt so add-on-mäßig, also ganz früh erschienen. North East Corridor, New York, also Amerika. Ohio Steel ist auch eher so ein kleineres. Obwohl Dover könnte auch England sein. Ne? Aber Ohio hört sich nicht. Ja, das ist Amerika, glaube ich. Oxford, Paddington. Ja, Paddington, London, Paddington ist das ja. Also von Oxford nach London bin ich auch schon mal gefahren. Portland Terminal, da geht hier die Bahnlinie so an der über eine Straße, also richtig, ja. Portsmouth Direct Line ist auch Südengland. Das ist auch England. Das ist Sherman Hill, bin ich auch noch nie gefahren. Ist einfach auf Halde liegen geblieben, weil ich da auch irgendwie gar keinen Zugang zu habe. Aber in Quick Drive kann man das ja mal fahren. Oder könnte ich auch mal so mit Big Boy oder so mal Sherman Hill. Woodhead Line bin ich auch schon mal gefahren, Class 76. Aber auch eine sehr schöne Strecke. Schön ausgebaut. Trains vs. Zombies ist einfach dieses Northeast Corridor Add-on als Zombie-Apokalypsen-Sache. Ich weiß auch gar nicht, was es da im Quick Drive gibt. Naja, gut. Muss man sich dann überraschen lassen. West Coast Mainline, auch eine sehr schöne Strecke in England. So. Jetzt ist das Video wahrscheinlich schon wieder fast 10 Minuten lang. Das möchte ich eigentlich nicht. Wir kommen zu den Umgebungen. Da kann man eine Tageszeit wählen, also 12. Also es geht hier immer so im halben Stundentakt. 15.43 Uhr zum Beispiel geht nicht, ja. Aber 15.30 Uhr. Ja. Ja, man sollte irgendwas wählen, was noch irgendwie Tageslicht enthält, weil wenn es dunkel ist, dann ist es richtig dunkel. Ja. Das Wetter könnt ihr auch bestimmen. Es gibt klar, bewölkt, bedeckt, Regen, stürmisch, bewölkt mit Schnee und Nebel. Nebel, sehr schön. Ne? Jahreszeit gibt es nur 4. Die sind auch nicht durch Add-ons zu erweitern. Es gibt nur Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja, so. Und jetzt seid ihr gefragt. Ihr könnt euch also einen Zug auswählen. Oder ein Triebfahrzeug. Eine Strecke und eine Umgebung. Schreibt das alles in einen Kommentar rein. Oder, was ihr auch machen könnt, wenn ihr einen Vorschlag in den Kommentaren findet, der euch gefällt, könnt ihr auch da einfach den Daumen hoch drücken, klicken. Und ja, das werde ich dann auch so mitwerten. Ja, auf Facebook braucht ihr eigentlich nicht darunter zu posten. Das ist dann, ja, das dann zusammenzuführen, ist einfach, ja, ich denke auf YouTube gibt es da genug Möglichkeiten und da sind auch einfach die meisten Leute und ja. Ja, also wählt euch was Schönes aus. Ich würde mich freuen, wenn wir noch was ganz Tolles fahren und ich bin sehr gespannt, was ihr da so rauswählt. Ja, ich verabschiede mich. Der Rob sagt Tschüss.